Hallo Römer, lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play. Haben eigentlich neue Challenges draußen? Nein. 60 Seconds. 60 Seconds. Wir machen nochmal die Apokalypse mit auf Zar-Bomber und hoffen, dass wir irgendwie ein neues Achievement bekommen oder so. Oh, wäre das angenehm. Oh, wäre das angenehm. Mann. Ich stelle mich mal eben ein bisschen lauter. Ich habe mich mal ein bisschen lauter gestellt. Ich hoffe, ich übersteuere nicht oder so. Das wäre nicht so gut. Das wäre echt nicht so gut. So, sollen wir mal Timmy und Dolores sein? Ja? Okay. Und holen uns hier hinten ein paar Sachen. Wie die Gasmaske. Ein bisschen trinken ist nett. Die Axt ist ganz gut. So, hier haben wir noch Essen und Trinken, genau. Das dürfen wir nicht vergessen mitzunehmen. Später. Und Medikit. Spray. Zack. Karte. Das. Rein. Schloss. Taschenlampe. Essen. Essen. Was rein, essen und trinken. Schade, das Trinken habe ich nicht mehr mitbekommen. Oh Mann. Ich hoffe, ich übersteuere nicht. Ich rede extra ein bisschen leiser. Angenehmer. Für euch vielleicht. Man weiß es nicht. Okay. Gucken wir mal, was wir bekommen. Okay, ich sollte aufhören, so zu reden. Wir haben ganz gut was eingesammelt eigentlich. Okay, essen und trinken nicht. Scheiße. Okay. Das ist nicht so gut. An sich. Würde ich jetzt mal ein bisschen behaupten. Wenn ich das mal behaupten darf. Ja, wir müssen jetzt eigentlich schon wieder rausschicken, ne? Eine grüne Pfütze, da machen wir nichts gegen. Vielleicht mutiert Mary Jane. Komm. Nein, schade. Oh Mann, das wäre cool gewesen. Ja, alle haben Durst. Ach, ich muss ihn rausschicken. Wir machen nichts gegen die Kakerlaken. Auch die könnten Mary Jane mutieren lassen. Aber ich glaube, ich schicke niemanden mit der Gasmaske raus. Nee. Falls gleich das Event kommt mit den Vorräten der Regierung. Das wäre nämlich... Upsi, lalalaha. Nein. Da machen wir auch nichts gegen. Das könnte auch Mary Jane mutieren lassen. Ja! Okay, nice. Jetzt brauchen wir noch Pancake. Und wir sparen Wasser dadurch. Das ist ziemlich gut. Das ist sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Und Mary Jane kann halt nicht mehr krank werden, wodurch sie halt die ganze Zeit auf Expedition gehen kann. Alle haben Hunger. Jetzt können wir was gegen die Kakerlaken unternehmen. Nicht, dass sie uns noch krank machen, das wollen wir natürlich nicht. Das wäre nicht so gut. So, die haben alle Durst. Genau, außer Mary Jane. Mary Jane braucht kein Trinken mehr. Wir nutzen die Gasmaske mal gegen den Gestank. Dolores hat Trinken mitgebracht, sehr gut. Und sie ist krank. Was annehmbar ist. Okay. Dolores braucht unbedingt Essen. Kriegt sie und sie wird auch geheilt. Und wir schicken Mary Jane kurz zum Telefongespräch. Okay. Das waren die Zwillinge wahrscheinlich, ne? Ja, sehr gut. Sehr, sehr gut. So, alle trinken außer Mary Jane. Dolores braucht noch Essen und wir schicken gleich Mary Jane raus. Das ist das Beste, was wir jetzt tun können. Weil Mary Jane halt einfach strong ist, wenn sie mutiert ist. So, Mary Jane geht raus ohne irgendwas. Warum sollte ich sie mit irgendwas rausschicken? Das macht keinen Sinn. Das ist unnötig.
Okay. Immer noch Hunger, okay. Gibt's halt was zu essen. Wir hören Radio. So, wir brauchen halt mehr Trinken, unbedingt. Unbedingt. Wir können gleich nur zwei Leute. Wir können gleich nur zwei Leuten Trinken geben, das ist ein bisschen bad. Ein bisschen sehr bad. Ted hat Hunger. Ja, Ted kriegt Essen. Nein. Natürlich öffnen wir da nicht, wenn die uns alle umbringen wollen. Okay. Einer ist tot. Ich glaube, das wird Dolores sein. Dolores, es tut mir leid. Es tut mir echt leid. Mann. Unlucky natürlich. Ziemlich unlucky. Hätte halt mehr Trinken mitnehmen sollen. Ach Mann. Ach Mann. Kommt Mary Jane mal wieder? Bitte? Das wäre echt gut. Ja, wir nutzen das Radio. Lieber. Danke! Der hat nichts zu trinken mitgebracht. Ist das dein Ernst? Ist das dein Ernst? Ich muss Ted rausschicken. Ich muss Ted rausschicken. Scheiße. Oh Gott, das ist gerade ziemlich unlucky. Oh Gott. Weil Ted wird jetzt draußen noch weiterhin überleben und kann hoffentlich was zu trinken mitbringen. Und ja, Timmy braucht jetzt zu trinken, aber wir haben halt nichts. Scheiße. Das ist, Alter. Das ist Kacke. Ha, nice. Nice. Oh Mann. Oh Mann. Ja, komm. Die helfen uns, Räuber loszuwerden. Ist okay. Ist okay. Ich hab gar nicht drauf geachtet. Braucht Mary Jane Essen? Nee, okay. Ja. Wir geben denen ein Signal. Natürlich. Wäre dumm, wenn wir es nicht tun würden. Okay, Mary Jane fühlt sich großartig. Super. Dim, 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 dim. Okay. Chat könnte langsam mal wiederkommen. Wäre recht gut. Würde ich jetzt mal sagen. Danke. Chat ist wieder da. Und er hat Trinken mitgebracht. Aber er ist verrückt geworden? Dein Ernst? Mary Jane hat keinen Ärger. Okay, Ted hat Hunger. Gibt natürlich was zu essen und auch zu trinken, weil es ist Tag 25. Und wir helfen den Zwillingen. Bei der Rettungsmission. Es wird heute wahrscheinlich wieder ein relativ kurzer Part, habe ich jetzt das Gefühl. Beide haben Hunger, okay. Mary Jane geht gleich auf eine Expedition. Und ich hoffe, wir bekommen irgendwie Pancake. Aber wir haben keine Karte, da können wir auch mit der Axt hin? Mit Pancake losziehen? Ups. Ich weiß es gar nicht. Ich bin mir da gar nicht sicher. Ha. Huh. Muss ich dann austesten? Muss ich dann austesten? Jetzt Magen knurrt, ja, kriegst du halt Essen. Ach man. Ted ist zu verrückt. Das ist ein bisschen problematisch. Ja, wir helfen ihm. Wir geben ihm Essen. Dem lieben Hund. Dem lieben Pancake. Aber das Problem ist noch, wir brauchen noch ein Medikit, ne? Shit. Shit. Oh, ich hoffe, Mary Jane bringt eins mit. Das wäre super. Das wäre echt fantastisch. Nein. Als ob ich ein Radio gegen Karten tausche. Was? Als ob.
Ted hat eine Dosensuppe gegessen, okay. Toll. Okay. Das Militär will, dass wir Holz bellen. Okay. Essen und Trinken gekommen, okay. Was hat sie noch mitgebracht? Die Axt ist kaputt, okay. Essen und das, okay, wow. Ja, wir können gleich wieder eine Expedition starten und gleich Mary Jane rausschicken. Oh, das ist so gut. Mary Jane mutiert ist richtig gut. Und Ted ist verrückt. Jetzt Magen knurrt. Ein Tag kann er noch warten. Was Trinken angeht. Oh, ich hoffe, wir überleben so lange, bis das Militär kommt. Das wäre super. Ich glaube nicht, dass wir irgendein Achievement bekommen werden. Und... Was sind die Zwillinge oder wie? Ja, die Geschwister mit der Axt. Oh, toll. Ja, wir haben keine Axt. Leider. Leider keine Axt. Mann. Ja, wir können leider nicht mit Pancake mit. Wir haben keine Axt und keine Karte. Das ist natürlich doof. Das ist jetzt echt doof. Mann. Ja, wir können ein Medikit herstellen, aber... Oh, Pancake kommt eh nicht wieder. Verdammt. Verdammt. Ja, wir gucken zu den Senioren. Oh ja, Mary Jane, super gemacht. Oh, schön. Schön. Ach ja, herrlich. Oh, sehr geil. Jetzt schicken wir auch erstmal keinen mehr auf eine Expedition. Wir haben genug Vorräte. Trinken könnten wir zwar ein bisschen mehr haben, aber es braucht ja eh nur Ted trinken. Deswegen. Deswegen ist es eigentlich vollkommen okay. Es geht alles voll klar. Wir haben immer noch keine Karten, um Glücksspiel zu machen. Erstmal alles hinsetzen. Ted darf halt jetzt nur nicht abhauen. Ted darf nur nicht abhauen. Wir müssen irgendwie die Verrücktheit von Ted loswerden. Das ist es halt. Das ist es. Ach, Mensch. Und ich hoffe, ich übersteuere nicht. Wie gesagt. Ja, wir schicken Ted. Okay. Hast du ja nichts geschafft? Warte mal, die Fragen zu laden? Ja. Okay. Natürlich hat kein Ärger und Ted hat auch nichts. Okay, sehr gut. Wir hören Radio. Vielleicht macht das Ted ein bisschen normaler. Wäre ganz cool. Aber nein, natürlich nicht. Mary Jane wird eh nicht krank. Da müssen wir nichts machen. Ich glaube, verletzt werden kann sie auch nicht, oder? Ich bin mir da gar nicht so sicher. Nein. Geh weg. Noch ein Telefongespräch? Nein. Das ist das, was uns verletzt. Weil mit den Zwillingen haben wir schon telefoniert. Hey Jane, okay. Wir haben keine Karte für die Leute, die galoppieren. Mit dem Pferd. Oh, ich hoffe, ich puste auch nicht zu sehr ins Mikrofon. Okay, Mary Jane Hunger. Kriegst halt zu essen. Ich glaube, ich schicke Mary Jane jetzt nochmal raus. Das ist eigentlich... müssen wir daran rumdoktern, bis sie wieder funzt. Jo, machen wir. Das ist nicht kaputt, ne? Nee, sehr gut. Sehr gut. Aber wir hören nichts. Oh Mann. Mary Jane geht raus. Wir brauchen ein bisschen mehr Trinken, komm. Eine neue Karte wäre auch ganz nett. Vielleicht eine Axt oder so. Ted hat Hunger. Ja, kriegt er Essen? Ja, wir heilen uns gegen die Schlafprobleme. Ach, Ted ist immer noch verrückt. Mann. Mann. Ted darf nur nicht abhauen. Er muss noch ein bisschen überleben. Ein bisschen muss er noch da bleiben.
Wir werden wahrscheinlich bald gerettet, denke ich jetzt mal. Eine Ratte. Also, die klaut uns nur Essen, ne? Ich glaube, die klaut uns nur eine Dose Essen. Und Suppe haben wir echt genug. Echt genug. Ja. Okay. Nein. Mit den Pilzen wollen wir nichts zu tun haben. Mary Jane? Kannst du zurückkommen? Bitte? Ende. Aber wir sind gerettet, ne? Sicherheit, ja! Nice. Nice. Sehr geil. Oh ja, na, oh, schön. Nice. Jetzt müssen wir nur noch, überleben. Auf Zabomba überleben, ne? Nice. 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 Schön, das ist sehr schön. Das erfreut mich. Das ist super. Geil. Gut, Leute. Dann hoffe ich, es hat euch gefallen. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut da rein.